Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Jubiläumskonzert, das Beste aus 365 Jahren Thüringen Philharmonie Gotha. Ja, festlich wollen wir dieses Jubiläum mit Ihnen gemeinsam feiern und freuen uns, Sie hier und heute als Geburtstagsgäste begrüßen zu dürfen. Mit dieser Gala wollen wir uns natürlich vor allem bei Ihnen bedanken, bei unserem geschätzten Publikum, was uns seit vielen Jahren die Treue hält und uns auch in schwierigen Zeiten begleitet und beigestanden hat. Danke Ihnen und schön, dass Sie heute hier sind. Ja, heute wollen wir also feiern, natürlich auch ein wenig in wunderbaren Erinnerungen schwelgen und halten es dabei ganz mit dem geheimen Rat Goethe, der da schreibt: Zwischen dem Alten, zwischen dem Neuen, hier uns zu freuen, schenkt uns das Glück. Und das Vergangen heißt mit Vertrauen vorwärts zu schauen, schauen zurück. Ja, das Alte bewahren, das Neue freudig begrüßen, das war schon immer das Motto der Thüringen Philharmonie, die ja für Freunde der klassischen Musik längst weit über die Stadtgrenzen Gothas, ach, was sage ich, über die Landesgrenzen Thüringens hinaus zu einem Begriff für hohe künstlerische und musikalische Qualität geworden ist. Seit 365 Jahren wird in Gotha Orchestermusik auf professionellem Niveau geboten. Die Thüringen Philharmonie darf sich somit zu den ältesten und traditionsreichsten Orchestern der gesamten Bundesrepublik zählen. Als Hofkapelle, 1651 gegründet, spielte sie eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung des deutschen Musiktheaters im 18. Jahrhundert, war führend bei der Entwicklung eines bürgerlichen Musiklebens und fungierte jahrzehntelang als Opern- und Konzertorchester im Herzogtum Sachsen, Coburg und Gotha. Bedeutende Musiker und Komponisten konnten als Hofkapellmeister gewonnen werden. Briegel, Stölzel, Bender, Spohr und Romberg prägten das Orchester nachhaltig. Zu weiteren prominenten Gästen im musikalischen Bereich gehören unter anderem Franz Liszt, Hector Berlioz, Karl Maria von Weber, Hermann Abendroth und Richard Strauss. Die Fortführung und Pflege dieser langen Tradition ist in der Vergangenheit immer wieder eindrucksvoll gelungen. Oftmals übrigens nicht wegen sogenannter notwendig gewordener finanzieller Strukturmaßnahmen, sondern trotzdem. Bitte begrüßen Sie mit mir nun die Dame, die die Geschicke der Thüringen Philharmonie seit 2 Jahren lenkt. Meine Damen und Herren, die Intendantin der Thüringen Philharmonie Gotha, Michaela Barcevic. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrtes Publikum, ohne Musik wäre alles nichts. Das sind die Worte von Wolfgang Amadeus Mozart. Und mit diesen Worten heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem Jubiläumskonzert. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen und Ehrengäste unserer Einladung gefolgt sind, mit uns gemeinsam die 365-jährige Gotha-Orchestertradition unter dem neuen Namen Thüringen Philharmonie, unter dem heutigen Namen Thüringer Philharmonie Gotha, zu feiern. Mit großer Freude begrüße ich im Namen des gesamten Kollegiums herzlich Frau Dr. Winter, Staatssekretärin für Kultur und Europa, die heute in Vertretung des Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Jubiläumssaison der Thüringer Philharmonie Gotha, Herrn Bodoroff Mello, zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich den Innenminister, Herrn Dr. Holger Poppenheger. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, ob er schon eingetroffen ist, aber er ist unser heutiger Gast. Ich grüße ganz herzlich unseren Oberbürgermeister der Stadt Gotha, Herrn Kurt Greuch. Ich
grüße ganz herzlich die Oberbürgermeisterin der Stadt Gotha, Frau Katja Wolf. Den ersten Abgeordneten Udo Schilling. Den ersten Abgeordneten des Wartungskreises. Unsere Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Thüringer Philharmonie Gotha, Frau Gabriele Reichstein. Und das haben alle Mitglieder unseres Vorstandes mit. Weiter grüße ich herzlich die Landtagsabgeordneten Herrn Jörg Kellner und Matthias Hay. Die Abteilungsleiterin der Thüringer Staatskanzlei für Kultur und Kunst, Frau Elke Hayes-Ecker. Guten Abend. Und die vielen Vorsitzenden des Kreistages und ehrenamtliche Beigeordneten der Stadt Gotha, Herrn Werner Kukulenz. Sowie die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages und Stadtrates, unsere Partner, Sponsoren, Unterstützer und natürlich Sie, unser geliebtes und treues Publikum. Guten Abend. Meine Damen und Herren, Ihre Anwesenheit unterstreicht das besonders gute Verhältnis, das zwischen Ihnen und unserem Orchester seit vielen Jahren besteht und natürlich die Wertschätzung, die Sie unserem Jubilar entgegenbringen. Der heutige Abend wird voller Symbolik und Brücken, die unsere Vergangenheit mit der Zukunft verbinden. Eine Reise durch die letzten fast vier Jahrhunderte Geschichte bis zur Gegenwart in einer komprimierten Form mit den wichtigsten Etappen dieses Orchesters. Bei der Bühnengestaltung haben wir bewusst auf eine reiche Verzierung mit frischen Blumen verzichtet. Diese Frische werden Sie aber nicht vermissen, denn unser Orchester strahlt trotz des hohen Alters sehr viel Frische und Energie aus. Ganz auf Dekoration wollte ich aber auch nicht verzichten. Und wenn Sie jetzt auf meine rechte Seite, Ihre linke Seite sehen, dann sehen Sie einen Baum. Es ist kein gewöhnliches Bäumchen, keine zufällige Dekoration des heutigen Abends. So wie das Leben ohne Musik unvorstellbar ist, ist dieser Lorbeerbaum ein Symbol für ewiges Leben. Er stammt aus unserer Orangerie und ist in einem Kasten gepflanzt, das eine Nachbauung eines Originalkastens aus dem 18. Jahrhundert ist. Solche Lorbeer- und Orangenbäume repräsentierten die Orangeriekultur am Gotthardhof. Sie standen bei wichtigen Besuchen unserer Herzoge vor dem Lorbeerhaus, in dem zu Sommerbällen und Residenzkonzerten unser Orchester gespielt hat. Die Orangerie, das Schloss Friedenstein mit den reichen Kunstsammlungen, die Forschungsbibliothek, das Perthes-Forum, der Englische Park, das Neue Museum, das Eckhoff-Theater und unsere Philharmonie. Wir bilden zusammen ein seltenes Ensemble. Ein perfektes kulturelles Universum. Unser Gotha-Universum. Ein Juwel, auf das wir Gotha sehr stolz sind und uns gleichzeitig in der Pflicht sehen, dieses Reichtum an kumulierten Wissen und entstandener Identität zu wahren. Mit dem Zeitgeist Hand in Hand gehen und zur gleichen Zeit unsere Wurzeln erkennen, die alten Werte, Traditionen und unsere kulturelle Identität an die kommenden Generationen weiterreichen. Ich danke sehr herzlich dem Verwalter des Parks und der Orangerie, Herrn Schäffler, für seine sehr freundliche Geste als Antwort auf meine doch sehr spontane Bitte,
diesen Baum heute hier ins Kulturhaus zu bringen. Vielen Dank, Herr Schäffler. Als Symbol der Zusammengehörigkeit und unseres Zusammenhalts einerseits und der Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart einerseits ist der Baum heute hier. Ein kleines Bäumchen, das uns die Atmosphäre eines Konzertes damals auf dem Hof vorstellbar macht und die heutige Atmosphäre in diesem doch noch sehr modernen Haus da bereichert. Meine Damen und Herren, bevor wir uns auf die musikalische Reise in die Vergangenheit und dann wieder zurück in die Zukunft mit unserem charmanten Moderator Patrick Robeck. Patrick, ich stelle dich gerade vor. Ja. Sehr charmant und allen gut bekannt seit Jahren. Freuen Sie sich mit mir bitte auf die Begrüßung durch unsere Ehrengäste. Frau Dr. Robert Winter, Staatssekretärin für Kultur und Europa und Herrn Knut Kreuch, Obermeister unserer wunderschönen Stadt Gotha. Ich wünsche Ihnen einen genussvollen Abend. Genießen Sie mit uns. Frau Dr. Winter, ich bitte Sie um Wort. Ja, sehr geehrte Frau Intendantin, liebe Frau Bacevica, lieber Knut Kreuch, Herr Oberbürgermeister, Landtagsabgeordnete, liebe Frau Reichstein als Hauptvertreterin für den Trägerverein und vor allem liebe kulturinteressierte Gäste, Burschen aus den Landkreisen, aus der Stadt, die sich jetzt auf ein tolles Jubiläumskonzert freuen. Ich begrüße auch sozusagen die Hauptakteure des heutigen Abends, das Orchester selber. Sie werden uns den Abend heute bereichern und ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein kann in dieser Zeitreise zurück und wieder zurück in die Gegenwart und vielleicht auch in die Zukunft. Gotha ist Kulturstadt, Gotha ist ein kultureller Anker hier in der Region westlich der Landeshauptstadt und damit ein Stück kulturelles Zentrum, wie gesagt, westlich von Erfurt mit Ausstrahlung weit über die Stadt hinaus. Und deshalb bin ich gerne hergekommen, um die Grüße der Landesregierung zum Jubiläum 365 Jahre Thüringen Philharmonie, angefangen von der Hofkapelle, zu überbringen. Vor allem auch die Grüße des Schirmherrn, des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Gotha adelt nicht nur, das ist ja sonst der Slogan, Gotha adelt, sondern wir wissen, in Gotha gibt es noch viel mehr. Es ist die Wiege von Kartografie und Kartenverlag, von Feuerversicherungen. Was Gotha alles noch ist, kann der Oberbürgermeister viel besser noch sagen, das weiß ich. Von daher will ich ihm das nicht wegnehmen. Aber Gotha adelt eben auch und dem Adel, auch wenn er förmlich abgeschafft ist, verdanken wir auch so etwas wie die Gründung von Orchestern. Und gerade in Thüringen sehr stark eigentlich ist der Großteil der Thüringer Orchester, geht zurück auf Gründungen der verschiedenen Residenzen, der verschiedenen herzoglichen Häuser und so auch hier, gerade wurde es ja schon erwähnt, begonnen mit einer, wie es damals war, recht kleinen Ensemble. Die Hofkapellen waren noch nicht so ausgestattet wie die heutigen Orchester, aber die Zeiten haben sich eben auch geändert und auch die Musik hat sich geändert, das werden wir ja gleich erleben. Aber letztlich, die Gründungsphase war damals letztlich durch Herzog Ernst I. und im Endeffekt durch seine Idee und durch seine Gründung war es möglich, dass wir bis heute gegangen durch wechselvolle Zeiten, ganz sicher. Auch die Thüringen Philharmonie in ihrer Geschichte ist durch manche Zeit gegangen, durch besonders gute, durch schwierige Zeiten sicherlich auch. Das alles können Sie ja sehen und nachlesen in dieser Broschüre. Und bei der Gelegenheit möchte ich sagen, königliche Zeiten heißt sie. Sie sieht königlich aus. Großes Kompliment an diejenigen, die sich das ausgedacht haben, auch dieses Design. Das hat Stil, das hat Klasse, das will ich hier auch mal loswerden. Gratulation an die, die dieses Heft zusammengestellt haben.
und wechselvolle Zeiten habe ich genannt. Ich will gar nicht durch die Historie gehen. Hängen geblieben bin ich gleich am Anfang, wo stand, dass die Hofkapelle nicht nur konzertant unterwegs war, sondern auch Musiktheater begleitet hat, an dem dann auch Mitglieder der Herzogsfamilie teilgenommen haben. Und da habe ich auf der Herfahrt so gedacht, ob heute noch die Träger und Finanziers Interesse hätten, mal an einer Aufführung mitzumachen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt einen Oberbürgermeister, der dem nicht abgenommen hat. Für die Landesregierung will ich mich da nicht aus dem Fenster legen. Wir haben, das ist Ihnen allen bekannt, Sie haben das ja verfolgt, im Jahr 364 der Thüringen Philharmonie Verhandlungen gehabt, Diskussionen und eine Lösung gefunden für die künftige Finanzierung, wie es weitergehen kann mit dem Orchester, eine langfristige Sicherung, damit kulturelle Angebote, Musikangebote in der Stadt, im Landkreis, in den Landkreisen weiterhin möglich sind. Ich finde, die Verhandlungen sind gut gelaufen, sind zu einem guten Ergebnis gekommen, Sie alle wissen das. Es gibt eine Perspektive für die Thüringen Philharmonie, für die Aufnahme der Musiker aus Eisenach. Und ich will ausdrücklich Danke sagen an die Stadträte, an die Stadtparlamente, die die Finanzierungsvereinbarung, die paraffiert war und ist vom Kulturminister Hoff und die verhandelt war mit den Stadtoberhäuptern, die diese Unterschrift mittlerweile möglich gemacht haben. Das ist die Stadt Gotha, der Stadtrat, das ist die Stadt Eisenach und das ist der Landkreis Gotha. Und dann kann ich natürlich an so einem Abend, obwohl es ein festlicher Abend ist und ein positiver, nicht verhehlen und nicht verschweigen, dass ich, irritiert ist zu wenig gesagt. Im Endeffekt diese Verknüpfung, die im Wartburgkreis geschehen ist, sodass man sich bisher nicht dazu entschließen konnte, dem Landrat die Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung zu gestatten, sondern sich bisher in einer völlig, wie ich finde, unzulässigen Verknüpfungen mit anderen politischen Themen da einer Zukunft verweigert für dieses Orchester, für die Perspektive, die wir aufgebaut haben. Das muss an diesem Tag, an diesem Abend auch nochmal gesagt sein. Ich hoffe da auf Besinnung, ich setze da drauf, denn daran hängt ganz viel. Es haben sich viele Menschen viele Gedanken gemacht und das Orchester hat es verdient, dass es weitergeht. Für die Kollegen in Eisenach ist es wichtig, vor allem aber für die Kulturregion, für das Kulturangebot, für das Musikangebot, dass wir auch in den nächsten Jahren in der Perspektive hier im Raum haben wollen und ich setze auf die Vernunft und hoffe, dass sich alle irgendwann nochmal auf den Vernunftweg begeben, auch im Wartburgkreis. Jetzt aber wieder zum schönen Kulturprogramm. Es ist gerade vom Moderator schon gesagt worden, die Thüringen Philharmonie, sie spielt Klassik, sie ist aber auch immer bereit rauszugehen, sie ist bereit, neue Dinge auszuprobieren, um sich auch an Hörgewohnheiten, die heutige Generationen, jüngere Generationen haben, dahingehend zuzubewegen, um auch das zukünftige Publikum zu gewinnen. Sie geht an ungewöhnliche Orte, ich nenne, obwohl es gar nicht zum Kernbereich gehört, zum Landkreis Gotha, das Flughafenterminal in Erfurt. Da könnte man natürlich sagen, wie viele Leute sind denn da noch, aber das wäre ein anderes Thema. Sie gehen aber hin, spielen auch da, sie gehen raus aufs Land. Das ist wunderbar und so soll es auch weitergehen. Und heute nun also das Beste aus 365 Jahren, ein sogenanntes letztlich ein Best-of. Das Konzertprogramm verspricht viel. Wir fangen wirklich an in einem ganz kleinen Ensemble-Rahmen und enden mit James Bond, mit Filmmusiken. Das kann ein wunderbarer Abend werden. Ich habe mir gedacht, wer hat die letzten 364 Jahre Konzertprogramme durchgewühlt, um zu gucken, was war denn in den letzten 365 Jahren? Liegen die Konzertprogramme hier im Archiv, im städtischen Archiv, im Landesarchiv, Staatsarchiv Gotha? Fragen über Fragen, aber die werden wir heute Abend vielleicht nicht mehr beantworten, vielleicht in der Pause, vielleicht beantwortet es mir jemand. Jetzt möchte ich dem Konzertgenuss nicht weiter im Weg stehen, übergebe an den Oberbürgermeister, wünsche uns einen wunderbaren Abend, einen Konzertabend. Lassen Sie uns heute Abend Politik und Finanzierungsvereinbarung vergessen. Ab morgen werden wir mit denen, die noch nicht so ganz sicher sind, weiter verhandeln. Heute einen wunderschönen Abend. Sie alle, schön, dass Sie gekommen sind. Gratulation an das Orchester. Ich freue mich auf Ihr Programm.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die nächsten 20 Minuten gehören mir. Wie Sie mich kennen, wird das nicht so sein, aber ich bin natürlich gern der Einladung gefolgt und möchte unserem Orchester sehr herzlich gratulieren im Namen der kommunalen Familie hier im Gothaland. Ich möchte auch eines sagen, wenn ein Orchester so alt ist, wie das Jahr Tage hat, 365, dann muss es sich doch um einen ganzjährig vitalen Klangkörper handeln. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gespürt, in vielen gemeinsamen Konzerten und Auftritten. Und ich freue mich gerade in dieser königlichen Saison auf ein gemeinsames Konzert in Wien, in der Bertha von Suttner Stadt und in Graz, in der Josef Ritter von Gadolla Stadt, wo wir gemeinsam hinreisen werden. Ja, und eines sei mir noch gestattet. Ich wünsche euch eine wunderschöne Konzertsaison, aber ich wünsche mir auch eins und ich habe einen Wunsch. Und zwar geht der an den Wartburgkreis. Ich habe eine Bitte. Macht bitte auf dem Rücken unserer Musiker keine Gebietsreformen oder andere Politik. Das haben sie nicht verdient. In diesem Sinne, das Spiel kann beginnen. Gotha steht wie eine große Front zu seinem Orchester, denn Gotha und die Thüringer Philharmonie, das gehört zusammen wie Schloss Friedenstein oder die Thüringer Welt im Straßenbahn.